كم رمضان. Als er Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, hatten die Bewohner ein zweitägiges Fest. Er sallallahu alaihi wasallam fragte, was es mit diesen zwei Tagen auf sich hat. Die Leute sagten, es wäre ein Fest aus der vorislamischen Zeit. Darauf sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat eure Tage durch etwas Besseres ersetzt. Den Tag des Opfers und den Tag des Fastenbrechens. Es wird berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam dem Entrichten der Zakat al-Fitr beiwohnte, der Almosenspende am Tag von Eid al-Fitr. Für jeden muslimischen Sklaven oder freien Mann oder freie Frau, jung und alt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ordnete an, dass diese vor dem Eid-Gebet zu zahlen ist. Jabir ibn Abdullah radiallahu an sagte, es gab keinen Adhan für das Gebet an Eid al-Fitr oder Eid al-Adha. Ibn Abbas radiallahu an sagte, der Gesandte Allahs ging hinaus und betete zwei Rakah am Tag von Eid al-Fitr. Weder vorher noch nachher rief er zu einem anderen Gebet auf. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam kam an den Tagen von Eid al-Fitr oder Eid al-Adha zum Gebetsplatz. Als erstes verrichtete er das Gebet, daraufhin stand er vor den Leuten, während sie in den Reihen sitzen blieben. Und er hielt eine Ansprache. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu berichtet, am Tag des Eid nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen anderen Weg zum Gebetsplatz als sonst. Es wird gesagt, dass jeder, der das Eid-Gebet verpasst, zwei Rakah beten soll. Und so verhalten sich auch die Frauen und jene, die zu Hause geblieben sind, wie durch die Aussage des Propheten a.s. bestätigt wird. O Muslime, das ist unser Fest. Und auch die Frauen wurden aufgerufen, hinauszugehen, um am Eid-Fest Anteil zu haben. Die Jungen, wie auch die im hohen Alter. Und die Frauen standen hinter den Männern und riefen gemeinsam mit ihnen Takbir, hofften auf ein gesegnetes Fest und die Vergebung ihrer Sünden. قبل الود يجمعنا في عيد السعادة ضيف أحبابنا نوى واللي غايب Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam hinaus und verrichtete das Eid-Gebet. Danach hielt er vor den Leuten eine Predigt. Er berichtet auch, dass es keinen Gebetsruf zum Eid-Gebet gab. Weiter berichtet er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Frauen ging, ihnen Ratschläge gab und sie nach Almosen für die Bedürftigen fragte. Aisha radiallahu anha berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam zu mir und fand bei mir zwei junge Mädchen, die die Lieder von Bu'ath sangen. Er legte sich hin auf die Matratze und drehte sich in die andere Richtung um. Als Abu Bakr hereinkam, rügte er mich deswegen und sagte, flöte Satans beim Propheten? Da wandte sich ihm der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu und sagte, lass sie. Und es war ein Festtag, an dem die Leute ihre Kriegskunst mit Schildern und Lanzen übten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte mit seiner Frau Aisha radiallahu anha hinzugehen und den Leuten zuzusehen und sie anzuspornen. Voran, Söhne der Arfida. Aisha radiallahu anha berichtet, es ging so weiter, bis es mir selbst langweilig wurde. Da fragte er, genügt es dir? Als ich dies bejahte, sagte er, dann gehe. Es wird berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Sura al-A'la und al-Ghashiya während beider Eid-Gebete rezitierte. Wenn Eid auf einen Freitag fiel, rezitierte er die Suren sowohl im Eid-Gebet als auch im Freitagsgebet. Es wird berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tage von Eid al-Fitr oder Eid al-Adha ist kein Fasten erlaubt. Allah hat eure Tage durch etwas Besseres ersetzt. Den Tag des Opfers und den Tag des Fastenbrechens. فيها الفرحة معهودة.